Hallo, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Da ist ein Military-Zombie hinter uns her und der Dennis will ihn mit der Axt richten und hat es getan. Sehr schön, Dennis. Und noch einer. Oh, da ist noch einer. Mann, das sind so viele Zombies mittlerweile, oder? Alter, was geht mit dir? Boah, bist du erwischt worden? Nee, doch einmal, aber da hau ich mir jetzt eine Cola rein, dann geht's mir schon wieder besser. Ja, solange du nicht blutest, ist ja alles gut eigentlich. So, erstmal die Waffe zücken. Da ist auch wieder der gute Dennis. Benny. Hallo. Der Tommy. Hallöchen. Da ist er wieder. Und natürlich auch unser lieber Dennis. Der alte Übeltäter. Na, wie ist es? Jut, jut, und selbst? Ja, ja. Der Tommy, wundert euch vielleicht, der ist ja in der letzten Folge da runtergestürzt. Das war nicht so geil. Ja, er hat jetzt nee, alle möglichen Sachen wieder zusammengelootet. Siehst aber wieder cool aus, Alter. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen verändert. Gefällt mir gut. Ja, der Styler. Die Aviator, ne? Ja. So, ja, wir sind jetzt hier am Leuchtturm und müssen natürlich am Green Mountain aufpassen. Wir sind auf einem sehr vollen Server, kann man ganz kurz zeigen. Wir joinen gerade wieder drei mega Leute. Mega voll. Also wir sind extra jetzt mal auf dem richtig fett vollen, damit wir auch mal wieder auf Leute treffen. Wir sind zwar ein bisschen außerhalb, aber der Benny rennt da schon vor, da vorne. Ist ja immer noch unser Anführer, ne, der Benny? Ja, und wir wollen heute nach Tscherno. Da waren wir ja schon mal am Anfang von dem Let's Play. Oh, wir sind danach nie wieder richtig zurückgekehrt. Vor allem nicht voll ausgerüstet und da geht's auch immer ab. Ja, ja, wir wollen echt mal beweisen, dass wir auch hier in DayZ Eier haben. Ja. Wer nämlich den letzten Angriff auf uns gesehen hat, es haben uns tatsächlich. Naja, das ist ja schon länger her. Aber ja, also ja, okay, man kann sagen, letzter Angriff. Ja, weil seitdem. Ja, der letzte richtige Kampf. Ja, genau. Der liegt schon was zurück. Das und da haben uns Spieler tatsächlich Newbies auf den Hals gehetzt, die dann als Lockvogel gedient haben. Das war schon richtig krass und da sieht man schon, dass sich hier Gruppen verabreden und auf Jagd. Ja, um uns reinzulegen, ne? Ja, genau. Ja. Und wir dürfen da das jetzt niemandem mehr trauen. Ja, und wir spazieren hier durchs Wäldchen. Ne? Ist echt krass, also kannst du ja nochmal gerne beschreiben, wie es gelaufen ist. Ja, wir sind ja einfach nur da lang gelaufen. Wo waren wir? Bei Elektro war das, ne? Wo wir da. Genau, wir waren bei Elektro, sind da hingekommen. Elektro. Und dann saßen da zwei Newbies. Wir wollten den Newbies sogar helfen, genau. Wir wollten ja sagen: Hey Leute, wurdet ihr irgendwo abgeknallt oder so? Wir sind hier vier bewaffnete Leute und so weiter, wir helfen euch. Wo lauft ihr hin, Jungs? Ja. Ihr habt den Anführer verloren. Oh. Das ist immer gut. Der Benny war ja der Sniper, der typisch. Hat sich da oben auf wir wollten mal zeigen, was wir drauf haben, weißt du? Drin. Auf den Berg gesetzt, hatte dann in der Feuerwehrwache zwei Leute im Visier, das war richtig krass. Wir waren schon im Vorteil, aber dann gingen uns doch die Nerven wieder durch. Ja, und dann waren wir alle tot. Hatten wir ja auch drüber gesprochen, ich weiß gar nicht genau, welche Folge das war. Ja. Müsste so vor drei, vier Folgen gewesen sein. Mhm. Und da wurden wir übelst auseinandergenommen mal wieder, leider. Ach, du Mist. Ich habe jetzt auch schon wieder so Angst auf dem Weg nach Tscherno, kann so viel passieren. Ja, und vor allem, ey, Alter, ohne Scheiß. Ich habe oft gesehen, nach dem Nachhinein beim Schauen, dass wir teilweise auch Spieler aber sehen, die wir alle vier nicht sehen, die einfach da hinten irgendwo im Hintergrund lang spazieren. Ja, weil du achtest eigentlich nur auf dein Umfeld, so in deiner Nähe. Mhm. Aber wir sind eigentlich sind wir ganz gut bewaffnet jetzt. Wir haben die Sniper, wir haben eine M4, glaube ich, oder? Hast du eine M4? Ja, ich hoffe, wir überleben hier mal ein paar Monate und nicht nur 15 Folgen. Ja, okay, Monate ist schon... Das wäre geil, ne? Ja, voll die Kings so, weißt du? Tommy? Aber dann müssten wir halt auch so gehen. Zieh links, oh sorry. Du kamst doch eben hierher gelaufen. Von wo kamst du denn da? Bestimmt über Zelenogorsk, oder? Ja, genau, ich bin da vorne an der Stadt links vorbei. Ist das der Ort mit der Kuppel da vorne? Ja, müsste er, glaube ich. Okay, das ist gut. So, bei mir hört man vielleicht so ein kleines Flattern im Hintergrund, also so ein Soundflattern. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur bei mir ist oder ob es man in der Aufnahme aufhört. Falls man hört, es tut mir natürlich leid, aber es ist nur ganz, ganz minimal. Dem Dennis geht schon jetzt die Flatter, wisst ihr? Das ist der. Das ist sein schlackernder. Ach nee, das darf ich ja nicht sagen. Pipi-Mann, der auch ab und zu stehen kann. Oh Mann. Naja, wir wieder auf jeden Fall jetzt wieder durch die Wälder am Radeln. Wie lang ist der Weg ungefähr? Ja, die halbe Folge könnte schon dauern. Mhm. Aber man weiß ja 10, nicht, was 15 da passiert. Minuten. Also ich zeige nochmal die Serverliste, guckt euch das an. Vielleicht auch da etwas wird mir mehr. Schon schlecht, wenn ich das sehe. Ja, das ist heftig. Und das ist auch der Giolo-Clan, der natürlich berühmt-berüchtigt ist. Und Gea sind auch da. Der Alex. Ah, wir müssen dann... Dynamite. Wir laufen gerade ein bisschen in die falsche Richtung, aber es ist gut, um sich zu orientieren, die Stadt da unten. Sollen wir die mal auseinandernehmen? Da könnte was passieren. Ja, wir könnten uns mal anpirschen auf jeden Fall.
Ja, aber wir dürfen auch nicht übertrieben vorsichtig vorgehen. Zwei Jahre brauchen wir beim Airfeed jetzt in den letzten Episoden. Ja, da, vor allem war da ein Spieler, den hätten wir einfach locker wegnatzen können. Ja, ja, ich weiß. Aber hätten, ja. Wir machen das jetzt hätte, einfach hätte, besser. Hätte, Fahrradkette. Genau. Ne? Versuchen unser Bestes. Und wem es nicht passt, der muss ja nicht zusehen. Ja, wir sind jetzt nicht die Oberpro-Skill der Sie-Spieler hier, das haben wir schon mal gesagt. Nö, aber wir haben Spaß und darum geht's. Eben. Ja. Und wir haben genießen den Adrenalinkick und leben ihn voll aus. Weil wir auch immer die Underdogs sind. Aber irgendwann werdet ihr sehen, dann gehen wir nochmal ab. Wir werden noch zu richtig guten Spielern. Irgendwann 150. In 20 Jahren. Mindestens. Ich denke eher an Folge 300, sofern es so viele geben wird. Ich weiß natürlich nicht, im Moment gefällt es ja noch sehr vielen Leuten und viele schauen mit. Und vielen Dank dafür an dieser Stelle nochmal auch. Ja, das stimmt. Aber man weiß ja nicht, wie viel, ob das überhaupt noch irgendwen interessiert in 100 Folgen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen könntest du dir denn von DayZ reinziehen? Also ich finde, es ist ja immer was Neues, so, weißt du, man weiß ja nie, was da einem erwartet. Ich meine, wenn wir jetzt noch 30 Folgen aufnehmen würden und immer passiert was Neues, man kann das ja, das nicht... Ja, es passiert halt wirklich was Neues und es kommen halt auch neue Inhalte, finde ich halt auch ziemlich geil, wie die Wettereffekte jetzt zum Beispiel oder irgendwie ist es auch gerade heute flüssiger im Grafikflow. Ja. Weiß nicht, jetzt wäre da performance-technisch irgendwas gemacht worden. Ja, Dean Rocket Hoyle verlässt ja das Team zum Jahresende, weil sie die Folge hier top aktuell guckt, ist das natürlich noch was hin. Aber, ja, der Gute, da werden wir ihn vermissen. Aber ja, war ja auch komisch, was er da geschrieben hat. Da sind wir eigentlich schon drauf eingegangen? Nee, noch gar nicht. Noch nicht so richtig, ne? Ne, er hat ja geschrieben, ich werde zum Jahresende gehen, weil ich bin keine Bereicherung mehr für das Team. Ich bin einfach gut, das Nötigste aus den Leuten rauszuholen und es rauszupressen und sie zu drängen, über ihre Grenzen zu gehen. Da dachte ich auch so, ui, wer weiß, wie diese Entwicklung ablief. Aber die Idee ist natürlich clever, die Idee ist gut. Und ich habe mega Spaß an dem Spiel. Ist mittlerweile wirklich eines meiner Lieblingsgames geworden. Auch wenn ich immer verkacke. Auf ganzer Strecke. Vor allem hast du am Anfang ja immer gezögert. Du wolltest ja eigentlich gar kein Let's Play davon machen. Nee, aber ich habe mich ja mittlerweile echt fett reingeflasht. So, wie heißt der Ort hier? Wir glauben Zelenogorsk. Wir müssen mal einen Ort Zylindo. Finden. Zelenogorsk. Selena Gomez? Ja, genau. Selena Gomez. Also ich sehe auf spontan... Da sind Zombies, oder, Benny? Deal auf... Von dir so auf 14 Uhr. 14 Uhr, Rechts. In dem Garten? Rechts hinten, Wand. Rechts hinten an der Wand, das ist ein Zombie. Müsste ein bisschen auf der Hut sein. So, jetzt guck ich mal schon auf das Schild. Ja, ich hab hier die Sniper, ich guck grad mal da die Straße. Wir gehen schon mal zur Straße runter gerade, okay. Ne? Geht mal Richtung, also der Ort, seht ihr das? Ist richtig? Ihr seid da, okay. Ich hab euch. Wie ist der Ort? Ja, der Ort ist richtig, Zelenogorsk. Okay. Und jetzt müssen wir mal am besten einen Ort finden. Ich werde mal hier oben sitzen noch, bis ihr im Ort seid und habt das mal hier im Auge. Waren wir hier schon mal? Aber ich denke mal, das ist okay. Ich denke ja. Warte mal. Aber vielleicht nicht ausführlich. Oh, das ist ein Zombie. Boah. Da kommt ein Zombie auf euch zu, Leute. Geh mal ein bisschen geduckt lieber. Da kommt ein Zombie auf euch. Ja, linke Seite sehe ich. Soll ich den wegschießen? Ja. Ja, nee, lieber nicht, oder? Sollen wir den nicht mit der Axt killen? Sag was, ich habe ihn genau im Visier. Also wenn es geht, immer mit der Axt. Also nicht schießen. Ich habe genau den... Du nimmst jetzt die Axt, was soll denn das jetzt gerade hier bitte? Vor der Bug. Komm, ich knall den jetzt ab, ich muss sowieso mal probieren mit der Sniper. Du also, hinter mir, ist der da rennt? Nicht, dass du mich triffst jetzt, ne? Nicht wundern, nicht wundern. Wenn's jetzt wie geschossen wird. Wir müssen nach Kovlovo. Oh, wo war der? Der rennt auf mich zu, Alter. Du hast zwei Zombies hinter dir. Kann sich nicht entscheiden. Hast du geschossen, Dennis? Ja, zweimal. Ah, dann ist komisch, ist der Zombie glitscht bei mir rum. Der bewegt sich auf eine Stelle. Der ist da an der Seite. Ist das auch ein Zombie? Oder seid ihr das? Jetzt habe ich euch wieder verloren, Mann. Scheiße. Wir finden uns gleich wieder. Komisch. Wir müssen nur die richtige Richtung finden. Ist ja ein bisschen buggy. Ja, gerade buggt es gerade irgendwie kräftig rum. Ich kann auch gerade... Hallo? Bei uns geht's. Meine Waffe läuft wieder. Aber das ist ein Zombie. Ich habe zweimal auf den Zombie geschossen, aber ich habe ihn nicht erwischt. Komisch. Achtung, ich schieße. Tot. Zombie erledigt. Gesundheit. Sorry, danke. Zombie. Gesundheit. Also ich würde gerne eigentlich einmal auch in die Häuser hier reingehen. Ach, warte mal, bisschen. Das ist wieder so ein Ort, der so detailliert ist, ne? Pizza Pizza. Ja, ist das der? Gleiche, das ist der Ort, wo wir in dem Ort lag ja dieser Baum. Hier ist aber nicht viel zu gebacken so. Ah, da ist ein Schild, endlich. Gibt's hier einen Brunnen, wo wir mal trinken können? Benny, du hast doch die Karte auf, ne?
Guck sofort. Linke Seite. Da ist der Dennis. Ich bin das, ja, ich bin mit dem grünen Rucksack. Mit dem blauen. Seht ihr den hier auf der Litfaßsäule? Zombie! Oh mein Gott. Wir brauchen unbedingt was zu essen, Leute, ne? Oh, guck mal, hier ist was Neues. Ehemaliger Kiosk, hier ist ein Helm. Ein pink einen Helm. Lila, ne? Das ist neu. Ruben, ich glaube, wir müssen zurück. Oh, dann zieh ich mir mal rein. Wo bist denn du? Gegenüber von dir, wo du gerade warst. Wieder so neuer Inhalt, seht ihr das? Da, wo die Tür halt auf ist, ne? Oh, ein Cleaning-Kit für eine Waffe habe ich gefunden. Cool. Da in diesem Laden. Hier, ich mach mal die Tür auf, warte mal. Hier, guck mal. Du hast die Tür zugemacht. Oh, ich komme gerade nicht raus. Da bist du doch. Ah, hier, hi. Ja. Ja, da dachte ich doch, dass du da reingegangen bist. Okay. Dann war die Tür dazu. Kleine Planänderung. Weil es hier gerade angeschrieben ist. Wir laufen über Pavlovo. Dann können wir auch mal die versteckte Military Base da zeigen. Da ist der blaue Helm. Oh ja, erzählt haben. Geil. Ah, Bauarbeiterhelm, die sind nicht neu, die gibt's schon länger. Echt? Noch nicht gesehen. Zum Beispiel der eine Typ, den ich da erschossen hatte mit der Magnum. Erinnerst du dich? Ah ja, klar, ja. Er hat auch so einen Bauarbeiter. Okay, dann lass uns nochmal versammeln und dann gehen wir da hin. Okay, wo seid ihr? Treffen wir uns am Taxi in der Ortsmitte? Natürlich nicht der beste Spot, aber ich glaube, hier ist eh gerade nichts los. Genau, kommt mal zum Taxi, welches da steht. Warte mal gerade. Wir kommen jetzt dahin, Achtung. Ich hab ihn gehört. Ich glaube, ich hab ihn reden gehört. Da hinten. Der Benny. Aber der redet nicht. Nee, gerade hat er aber irgendwie. Bin mir nicht sicher. Scheiße, oje, Mann. Oje. Dann geht mal lieber in die Häuser. Geht mal lieber in die Häuser. Nee, hier ist doch niemand, oder? Nee, komm, lass uns abhauen hier. Wir dürfen uns nicht wieder einkesseln lassen. Selbst wenn er ist, wir müssen in Bewegung bleiben. Okay, los. Das habe ich aus den Kommentaren gelernt. Weg hier. Ja, ich meine, lieb gemeinte Tipps sind ja auch schön und gut, aber die Helme sind so scheiße. Fickt euch, ihr Wichser, ey. Ich kann nicht mehr tragen, ey. Ja, da denke ich mir halt echt, Alter. Ja, dann sind bitte. Die ganzen Experten, so weißt du. Die haben alle DayZ schon 700 Sag Stunden Sag das gespielt. Deiner Mama. Ja. Aber ich meine, in dem Ort waren wir schon mal. Bahama-Mama. Bahama-Mama. Ich kann es direkt nicht sagen. Ja, ich glaube, wir sind hier mal durchgelaufen, ne? Genau. Bin mir aber nicht sicher. Die sehen sich ja, manche sehen sich auch hier zum Verblüffen ähnlich, obwohl der schön ist. Schöne Ortschaft. Ne? Ja. Einladend. Und der jetzt einen Sniper hier aus dem Haus steckt und uns alle von hinten wegrasiert. Der den Pool. Muss mal kurz was. Boah, das ist ja, warte mal. Was haben wir denn hier? Das sieht mir nach so einem Military-Ding aus. Ja noch zum stopp, ihr sind Zombies und richtige Panzer, ihr könnt es was geben. Weil die glitschen durch die Wand. Das ist ein Military Spawn, da können wir mal gucken. Alle wechseln auf die Axt. Geil. Oh, Achtung, nicht gegenseitig axten. Sehr gut. Den haben wir schon. Ah, das war aber ein Glitschen. Okay. Ich übernehme den nächsten. Feinde? Ach, komm gar nicht. Alle durchs Tor geglitscht. Zu dick. Nee. Erstmal öffnen. Komm her, Hackfleisch! Da hinten kommen auch noch mehr. Warte mal, den übernehme ich. Okay. Oh, hier ist ein richtiges Gefängnis. Ja. Das kannte ich auch noch nicht. Hi. So, der ist down. Das ist doch ein bisschen gefährlich hier. Glitscht manchmal noch ein bisschen. Ja, holt mal lieber einer eine Waffe raus. Man muss halt sagen, es ist immer noch eine Alpha vom Spiel. Boah, wie geil sieht das denn mit dem Panzer an. Sehr nice. Cool. Schönes Foto. Ich kann meine Waffe gerade nicht wegstecken. Ach, jetzt geht's. Ich habe das auch die ganze Zeit das Problem, also zwischendurch mal gehabt. Wer von euch hat denn eigentlich eine M4? Ich. Okay. Was? Ich? Sag ich? Wie kann das sein? Unser Shooter-Experte. So, ich check mal hier das Gefängnis aus. Was hat der Rest? Ich hab ewig in einer M4 gesucht. Und jetzt habe ich mal ein paar Folgen. SKS, eine glaube ich. Tommy? Ah, guck mal hier, nice. Kannst du mal da gucken gehen. Was hast du für eine Waffe? Tommy? Ich habe eine Mosin, sorry. Kein Scope? Nee. Oh, so ein schönes Shirt. Dann sollst du vielleicht auch auf eine M4 umrüsten, wenn du kannst. Also wenn wir eine finden. Wenn wir eine finden. Ey, ich hab noch eine Knarre. Wer braucht noch eine normale Knarre? Leute, ihr glitscht schon, ihr drückt schon wieder und so. Habt ihr noch normale Pistolen? Oh, hier liegt eine M4, Alter, hier oben. Ja, sehr gut. Oder wie geil ist das denn? Voll die nice Ortschaft. Ja, Tommy, hast du eine Sniper? Ich hab eine Mosin, ich hab die jetzt genommen, hab die Mosin rausgelegt. Okay, weil sonst hätte ich die M4 genommen, weil ich weiß nicht, ob du besser im Snipen bist oder ob du, Also ich habe ja bisher immer mit der Mosin gespielt, mit der M4 gespielt, okay, deswegen ich würde die lieber nehmen. Ja, kein Stress. Ey, nimm dir doch das Ammo-Kit hier. Die Ammo-Box, die ist geil.
Ja. Ich habe davon auch zwei. Und wer braucht eine, ich habe echt eine Waffe los. Vorsicht, nicht drücken. Ja, deswegen sage ich ja. Wir sind, ich habe eine viel. Waffe loszuwerden, ganz kurz hier oben. Wer will? Eine Pistole, eine normale. Die FNX 45. Ich habe, glaube ich, eine Magnum noch. Wer hat noch keine Pistole von euch? Ich habe eine. Okay, habt ihr alle eine? Überlege ich, die fast hier zu lassen, weil ich brauche keine drei Pistolen mitschleifen. Jungs, was ich euch auch noch zeigen wollte, man kann in DayZ im Moment durch einen Glitch durch Wände gucken und das benutzen die meisten anderen Spieler auch. Deswegen, ihr müsst immer davon ausgehen, dass ihr auch durch Wände gesehen werdet, also vor allem durch Häuserwände. Ich kann nochmal gerade zeigen, wie das geht. Ihr müsst euch hier so seitlich an eine Wand stellen. Warte, das muss ich mir anschauen. Ja, das müsst ihr auch machen. Wo bist du denn? Das ist aber scheiße eigentlich, sowas. Hier in so eine Wand stellen und dann E drücken. Ihr müsst ganz nah an der Wand stehen und euch dann so reinlehnen. Oh, das ist aber behindert. Habt ihr das hinbekommen? Ja. Ja? Ja. Ich nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich glaub, du musst noch näher dran. Vorne. Ich bin noch vorne. Und dann ganz gerade. Im Third Person? Hat ja, irgendwer von euch ein M4-Magazin? Ah, Third Person. Noch übrig? Nee, klappt bei mir nicht. Ego-Perspektive? Ah, doch. Ja. Dann verschwindet draußen, die Wand auf einmal und alle anderen Häuserwände gehen auch weg. Das ist ja blöd. Okay, wir wollen mal weiter zu... Ja. Also was hasse ich ja. Zur Stadt, wir sollten wieder nicht zu lange nicht auskosten. Ne? Hat einer von euch noch ein M4-Magazin, weil sonst habe ich jetzt eine Waffe ohne Muni. Oh. Aber selbstredend. Hast du? Ja, hier. Sehr warte gut. Mal. Zack. Dann hau mal hin. Und ich bin spendabel, Alter. Ja? Alte. Alter, ich bin bisher mein Kumpel. Tommy, du kriegst sogar noch einen 60er. Oh, 60er und 40er. Hacken. Vielen Dank. Dafür bist du mir ein Dings schuldig. Wo ist geiles, es denn? Ein geiles Zielfernrohr. Okay, komm, wir gehen mal die weiter. Ist noch nicht, die ist noch nicht gespawnt. Ja, warte. Dafür musst du warten. Ey. Achso, ich dachte, hätte ich schon. Entschuldigung. Nee. Ich geh mal gerade ein bisschen mein Inventory ganz kurz. Wenn ihr mir Schutz geben könnt, wäre super. Na, ich guck schon die ganze Zeit. Hast du die Muni? Nee, ist immer noch nicht. Hier ist die gedroppt. Hier ist noch eine M4. Wie krass. Noch eine. Alter, was ist das Messer für ein Spot hier? Und ein, Messer? Ein Holster. Nice. Ja, du meinst diese Machete, ne? Wo die ist aber nicht denn? So geil. Nee, das ist ein anderes Messer, so ein kleines Messer. Aber es ist bestimmt auch nicht besser. Ah, das ist die Muni, da droppt die erste. Da ist sie, ja, ich hab sie. Perfekt. Ah, jo, hier ist die M4. Soll ich eine M4 nehmen, Benny, oder soll ich lieber die Sniper behalten? Jetzt haben wir zwei M4 schon im Team, ne? Das reicht eigentlich. Ja. Was ist denn das für ein, wie gut ist denn die M4 da am Start? Vom Zustand? Geh ruhig durch. Das kannst du mal gucken. Geh durch. Dritte Tür. Also meine ist auch grün. Ja, meine auch. Also im wohlwertigen Zustand. Müsst ihr auch nochmal zum Brunnen? Ey, das sieht ja auch cool aus. Was ist das denn für ein Shirt? Wir laufen zu Ray Technical Shirt. Wäre schon ganz praktisch. Will ich mir gerade anziehen. Lohnt sich nicht. Die Jacke ist einfach besser. Schade. Ist ja wie Jacke und Hose. Okay. Brunnen will ich auch gern hin. Ja, ein Brunnen wäre gut, Benny. Ja, Commander Tommy? Benny? Ja. Wir müssen nur nochmal ein kleines Stück zurück. Aber es kommt. Boah, war geil, Alter. Haben wir richtig gute Beute gemacht hier. Ich freue mich schon auf die Stadt. Da bin ich mal gespannt. Okay, komm, wir folgen dir mal, Tom. Ich habe die ausgemacht. Ja. Okay. Warte mal ganz kurz, Benny. Wir warten noch auf die. Nicht, dass wir uns verlieren hier. Dann kommt der Sarazza. Bin direkt hinter dir. Die Straße ist niemand auf der Kuppe da oben. Okay, Benny. Wohin? Jetzt auf der linken Seite irgendwann, so wie es aussieht. Müsste mal ein bisschen mitgucken in die Hinterhöfe. Hier, ich hab ihn. Ja? Zurück in die Seitenstraße hier. Ach geil, erstmal eine Runde suffen. Oh, das ist gut. Aber passt auf euer Inventar auf, Leute, ne? Ah, ich wie, bin was schon meinst hydrated. Du? Nicht zu viel trinken. Oh, ich hab einmal nachgeladen gerade. Einmal gezogen. Mach du auch, Tommy, ne? Ja. Das passiert so schnell. Ich muss das unbedingt umsetzen. Dass das echt auf R ist. Alter, ich will nicht nachladen. Schön macht ihr das. gleich blöd oder was? Pass auf, man taucht zwar nicht auf, das Drinkwater. Warum? Was meinst du mit Inventar aufpassen? Wegen hydrated. Wenn du zu viel trinkst, übergibst du dich. Ach so, ja, hydrated, du hast recht. Reicht jetzt dreimal trinken. Ich glaube, man muss auch nicht mehr so viel trinken wie früher. Glaube ich auch nicht. Ich bräuchte was zu essen. Hat jemand noch was? Ich habe nur Dosen. Ich habe auch nur eine Thunfischdose und habe selber Hunger. Okay.
Ich kann dir die besorgen. Aber geben, ich esse die bis 50%. Okay. Ist okay, also mir geht's ja nicht schlecht. Ein bisschen Essen habe ich noch. Was heißt ein bisschen? Ja, ich habe noch 3 Dosen. Guck mal gerade hier in das Gebäude. Hast du Dosen öffnen? Ja, guck mal, ich habe sogar was gefunden. Hast du über Penny geholt, Benny? Ja, klar. Ah, nein, ich will die Waffe nicht nachladen. Ah. Also dann würde ich auch eine Dose... Warte gerne. Mal, liegen hier noch Magazine? Oh, gut, dass ich so viel M4-Magazine mitgemacht habe, genommen hat, Tommy, wa? Ja, sehr gut auf jeden Fall. Gerade das 60er. Und noch ein Tipp, den ich auch aus den Kommentaren habe. Wenn, gut, man, sich gegen, wenn man sich gegenseitig füttert, dann macht man keine Essgeräusche. Ah, boah, krass. Ey, was ist denn das für ein Sinn? Weiß ich auch nicht. Aber es ist alles dann so schmatzt man nicht, weil es doch eigentlich viel lauter, wenn man sich gegenseitig füttert. Also füttern wir uns jetzt nur noch gegenseitig, das kommt mir irgendwie komisch vor. Für unsere große Reise, meine Damen und Herren. Oh. Hab ich eigentlich schon mal nachladen an dieser Folge? Seid ihr alle soweit? Soll ich dir jetzt mal was zu essen geben? Sarah, ja, so. Nee, ich hab was gefunden hier in dem Häuschen. So. Zweimal schönste Bohnen. Liebe Freunde. Wollen wir weiter? Moment, Moment. Warte mal, ich würde gerne essen einmal kurz. Ich gehe dazu in das Haus. Haut über rein. Treffen uns da vorne auf dem Platz. Ja, bei dem Brunnen. So, alles klar. So, wo ist mein Dosenöffner? Da ist der. Cool, perfekt, danke. Böhnchen, so ein paar Böhnchen, ne? Schön. Jetzt esse ich erstmal ein bisschen was. Jedes Böhnchen gibt ein Tütchen. Nom, nom. Und noch mehr von den Bohnen. Gib mir mehr von den Bohnen. Oho. Check mal hier ganz kurz die Straße. Muss aber echt viel essen, um healthy zu werden, ne? Aber wie viele Happen kann ich jetzt auch Bohnen nicht sagen. Gegessen. So. Seid ihr soweit? Ja, warte, ich fress noch weiter gerade. Aber schönes Wetter heute hier im Day. Ich will jetzt aber nicht komplett aufessen. Mein Gott, Benni, du hast aber Hunger. Ja, ach, komm, ich esse es komplett. Lange Reise jetzt noch. Ich esse komplett 2 Dosen, ne? Auch selbst wenn ich nicht, es füllt sich ja trotzdem auf die Lebensenergie dann irgendwie, ne? Ja, die Lebensenergie füllt sich erst auf, wenn da Healing, bist, ne? Ja, Healing steht. Hier muss es ja auch gar nicht, mir geht's ja gut, aber... Ah, jetzt bin ich energized, das wollte ich. Energized und hydrated, ne? Ja, das ist schon mal gut, dann reicht's eine Zeit. So, 2 Dosen muss ich fressen, Alter. Also ich bin immer noch gelb hungry auf jeden Fall, aber ich denke, das reicht erstmal eine Zeit trotzdem. Warst du am Verhungern? Warte mal, gelb hungry, ja, da habe ich was für dich. Ja. Gib dir eine Dose, die hilft dir auch. Komm mal her, Tommy. Die Mutti hat was für dich mal wieder. Die Mutti ist der Ratscha. Komm her, Tommy. Hier guck mal, hier ist eine Cola, Kleiner. Mein werde. Kleiner. Noch mein Kleiner, heute eine Cola für dich. Ja, ja. Ich habe einfach 3 Dosen. Der kleine Tommy. Irgendwie habe ich das Gefühl, der wird immer voller. Robben. Ja? Was ist denn da los? Liegen. Alter Schwede. 40 Leute sind hier gerade am Start irgendwo. Und wir wissen nicht wo. Geheimnisvoll. So, wir sind alle mysteriös. Zusammen, ne? Ja, und der Tommy hat eine Cola von mir bekommen, wenn sie denn irgendwo hier liegt. Dauert ja manchmal nicht. Ein bisschen. Vielleicht für die, die es nicht so auskennen mit DayZ. Ja, DayZ oder DayZ. Wir sitzen schon relativ lang wieder hier. Ja, wir trödeln wieder rum, ne? Wir trödeln wieder rum. So, weiter geht's. Benny, Abmarsch. Halt, ich warte noch auf die Dose. Nee, Flo, hast du Pech, lass mich zurück. Scherz. Flo vor allem. Tommy. Oh Mann, es gibt so viele von denen. Oh, diese Alchemisten, ey. Ja, das die so vermehren Sack, sich wie Ameisen, sind so komisch Kürzen, ne? Nee, was ist... Ey, da liegt die Dose, du hast die ausgekackt. Ausgekackt. Mit viel Koffein. Hm. Okay. Boah, hat jemand eine Flasche? Nee, ne? Steht neben dir. Habe ich tatsächlich, soll ich auffüllen, hast du recht. Man muss die in die Hand nehmen, ne? Am Brunnen. In die Hand, ja. Hier, gib mir mal Feuerschutz. Nicht, dass ich jetzt hier erschossen werde von irgendwem, der meint, hier immer vorbeikommen zu müssen. Füll die echt mal auf, das ist eine gute Idee. So, warte jetzt. Runterscrollen. Okay, wenn jetzt einer vorbeikommen wird. Fill Bottle. So. Boah, jetzt den Tommy einen Headshot geben. Bats. Der sitzt genau vor mir. Eigentlich bin ich mega gut ausgerüstet. Ja, wir müssten hier in Tschernowitz eigentlich total verkacken. Genau. Ja. Ganz genau. Weil die anderen Oni so schlecht ausgerüstet sind meistens, die uns fertig machen. So, Freunde, haben wir's jetzt. Bin dabei, ich will weiterziehen. Ja, wir können los. Auf ins Abenteuer mit euch. Wo ist er denn jetzt wieder hin, der Sarazza? Hä? Los.
Hier beim Tommy. Der Angelo. Tommy der Angelo. Also wie weit haben wir es denn noch? Wenn ich mal fragen darf, Herr Anführer. Jetzt haben wir ja ganz schön getrödelt. Wir sind ja gar nicht vorangekommen. Ah, stimmt. Zur Military Base ist es aber nicht so weit. Das ist der nächste Ort. Okay. Ich mag das Rumziehen am meisten von Ort zu Ort. Find das cool. Man weiß nie, was einen erwartet in dem Leck. Oh, guck mal, das Poster da. Und wir entdecken immer wieder Neues. Geil. Lass mich nicht alleine, Freunde. Das ist echt lustig. Ah, das ist ja noch ein anderes, was ihr angeguckt habt. Ah, ne, das ist das. Ja. Okay, weiter, Jungs. Die trödelt mir wieder zu. Komm hier fürs Foto. Nasen. Komme! Ich komme gelaufen. War da gerade ein Hund? Bin ich im Real Life. Ich gucke auch ab und zu mal auf die Wege da oben. Ja, man muss sie auch oft hören. Ja. Da oben ist so ein Bauernhaus. Ah, ich habe ein bisschen Angst vor der Stadt, ganz ehrlich. Ich höre hier doch irgendwelche Tiere. Ja, ich höre Vögel zwitschern, aber sonst höre ich nichts. Die summen auch ein paar Bienen um mich rum ab und zu und so, ne? Mhm. Haben die schon cool atmosphärisch gemacht und es wird immer atmosphärischer, also... Bin mal gespannt, wie die finale Version von dem Spiel aussieht, wirklich. Es wird immer schwieriger. Ja, es wird immer schwieriger. In so eine Vierertruppe durch die Gegend, kommt so ein Auto mit 5 Leuten. Aber wenn wir zum Beispiel ein Camp haben, ändert sich auch einiges, ne? Ja. Dann könnte man zum Beispiel echt so eine M4 einfach zum Camp bringen, alle nochmal ausrüsten und die weiteren Waffen mitnehmen irgendwie und dann dahin bringen. Aber das ich wäre sagen, schon nicht. Am meisten Angst habe ich vor den Helikoptern, die da noch irgendwann reinkommen. Oh mein Gott. Das wird richtig mies. Oh mein Gott. Oder Autos halt auch. Ja. Wenn die dich halt ganz schnell von Ort zu Ort verfolgen können und du ganz schnell deine Hilfe rufen kannst. Das ist halt auch heftig. Der Helikopter, ey, wenn du da im Wald bist und einer fliegt die ganze Zeit über dich rüber. Ja, auf jeden Fall, das ist schon... Wobei, im Wald bist du eigentlich relativ gut geschützt vor Helikoptern, glaube ich. Also weglaufen kannst du vor denen auf jeden Fall nicht, das ist echt... Ja, was hier so viel... Gleich so kommen wir erstmal wie... Höhlen. Was? Höhlen. Höhlen, also eine Höhle, ja. Wo man sich könnte zum Beispiel aber, ja. reinkriechen kann oder sowas. Das ist geil, ne? Ja. Eine gute Idee, finde ich super. Schreib's nochmal den Dean Rocket Hall. Genau. Mit dem bin ich sogar bei Facebook jetzt befreundet. Das kann nee. Jetzt. Doch. Was hast du dafür getan? Ich habe gesagt, Junge. Hast du dich ausgezogen? Genau. Kennst du das? Nochmal habe ich da auch meinen Job gekriegt und so weiter. Ja, das stimmt. Damals. Saratz hat mich direkt befördert. Der Gronkh hat dich hier eingestellt. Ah ja. Der war so angetan von mir, der hat gesagt, ey, den Posten hast du sicher. Dreifache Rumpel Beförderung. Hat dich erstmal getestet. Oh. Ja, danach muss ich erstmal duschen. Ich habe mich so benutzt gefühlt. Vergewaltigt, ne? Warst du eigentlich beim Doktor danach? Ja. Der hieß auch irgendwie Rumpel mit nach Hand. Wegen Doktorspielen, oder wie? Ja, hat er verstanden. 100 Euro an Saratza. Da-da, da-da. Oh je. Was für Themen immer aufkommen. Oh, ich sehe schon wieder die nächsten Fanfictions. Was hier immer für Themen aufkommen, wenn man hier so durch die Pampa läuft, ne? Einfach nur... Ja, aber das ist doch auch schön, einfach mal zu quatschen. Es muss ja nicht immer was gehen. Und dann unerwartet, wir gerade am Labern, pam, tot. Ja, das wäre natürlich jetzt alles andere. Weil wir uns dann wieder immer so ins Gespräch vertiefen, dann quatschen wir ein bisschen. Tommy DeAngelo erzählt seine Lebensweisheiten. Yeah. Lebensweisheit Nummer 1 in einem Satz. Tommy DeAngelo, jetzt! Oh Gott, das ging mir zu schnell. Los, okay. Tommy! Sehr gute Lebensweisheit. Oh Gott, das ging mir zu schnell. Das kenne ich öfter das von Tommy, das ist sein Lebensmotto. Ja, oh Gott, das ging mir zu schnell. Das ist das perfekte Lebensmotto für Daisy. Ja, vielleicht find auch bei den gut. Frauen dein Lebensmotto, oder? Oh Gott, das ging mir zu schnell. Oder bei Männern, ich weiß es ja nicht. Das ist der Dildo Angelo. Nein, der Tommy ist ein guter. Wir dürfen uns nicht guter gegeneinander Stecher. Hier. Wir dürfen uns hier. Guter wir mobben uns schon in anderen Spielen genug, ne? Wir dürfen uns hier nicht gegenseitig aufstechen, ja? Oder. wie heißt das Wort? An aufstechen. aufstechen. Ja, die Themen werden bei langer Wald mehr schlimmer perverser. Nee, wie heißt denn das Pfadfinder Wort? Oder was hier? Aufheizen. Wir dürfen uns nicht anstacheln. Aufheizen. Aufstacheln. Hm. Aufstechen. Ja, ich habe an der Waffe vorne einen so von meinem leckeren Ginger, ey. Habe ich zufällig noch im Rucksack gefunden hier bei einer Bar. Ich dachte, wir rennen voll öffentlich rum einfach, ne? Wir kümmern uns gar nicht mehr.
Sonst sind sowieso los und keine, wir Alter. Wieder. Das Ganze ist sowieso gescriptet. Ja, wir haben alle natürlich. Spiele auf dem Server. Und immer in der Aufnahmepause sagen wir den anderen Spielern dann, wir treffen uns da und da, bringen uns mal um, wir inszenieren das voll geil, wir haben da ein bisschen Mitleid und so. Das ist macht einfach so. In eure DayZ-Folgen von Sarazar bestochen rein. Genau. Wir zahlen immer den Leuten 10 Euro für die, die uns dramatische Momente bieten. Genau, genau. Alles für die Zuschauer, alles für dich. Natürlich. Das Ding ist, das glauben jetzt sogar noch welche. Ja. Muss man das aber immer korrigieren. Aber kann man jetzt mal ganz ehrlich... Wie heißt der Ort? Der Ort heißt Pavlovo. Oh, den ach, Pavlovo, kenn ich doch. Du, Ben, ich glaube, wir haben jetzt sagt bitte niemand, hier war ich eine... Ja, genau. Ihr habt mich schon wieder verloren. Ja, wir stehen jetzt vor dem Ortsschild hier. Sarazza. Ich bin vor dem Gebüsch ihr versteckt, hättet, man sieht links, es. Links den Weg lang müssen. Wie, dann sag doch was. Ja, ich dachte, ihr seid hinter mir und guckt Mensch, auch, wo du bist der Führer! Wo geht der Walle denn jetzt hin? Warte mal, wir verteilen uns gerade alle mal wieder. Ich ja, das ist gar nicht gut. Okay, dem Tommy hinterher. Ist dem Tommy auf dem Schirm? Ja. Du siehst mich ja auch und ich habe den Tommy auf dem Schirm. Also hin zum Tommy. Ja. Was trinken Firmenchefs? Oh Gott, jetzt kommt ein super Witz. Ja, keine Ahnung, Mann. Leitungswasser. Oh Gott, sollen wir uns jetzt Witze erzählen? Was ist ein Walle in der Wüste? Nee, das ist ein... Das ist ja falsch. Ein nee, Sahara-Zar meinst du, ne? Ja. Den Joke willst du bringen. Ach, du musst immer alle Logik wieder Kopf? Alle zusammen. Aber Sahara-Zar, da hab nee, ich das ist aber was ein Flachwitz in der Wüste heißt, der Witz. Nee. Ein Sahara-Zar. Ja. Oh Mann. Du hast ihn auf ganzer Linie verschüttelt. Nimm deine Feuerwehraxt und ramm sie dir in den Kopf. Ja. Vielleicht eine ganz gute Spaß. Idee hier. Oh, würdet ja, ihr euch eigentlich in so eine Welt, würdet ihr in so eine Welt überleben wollen? Also würdet ihr sagen, okay, ich mache mir das zum Lebensinhalt oder würdet also ihr wenn ich mit Kugel euch geben? Rumziehe, müsst ihr nicht. Dann ja, wärst du ja schon dreimal tot. Wir müssen ja irgendwas essen. Ja, bei essen. Wie sieht's eigentlich aus? Hier, ich bin nicht mehr satt. Toll, hat sich voll gelohnt. So, da fängt der Zaun an von der Militärbasis. Oh Gott. Müssen wir auch vorsichtig sein. Aber mal großen Lob an den Benny und an den Tommy für ihren super Orientierungssinn. Oh, muss ich echt mal sagen. Ja. Die sind auch Taxifahrer lange Jahre hier gewesen, genau. Haben sie doch gar nicht erzählt. In Köln. Mit dem Schnulzer. Hm? Der lecker Benny und der lecker Tommy. Hi, mein Name ist D'Angelo. Tommy D'Angelo. Wo möchten Sie hinfahren mit der Liebesauto? Wir haben immer so ein kleines Quiz-Taxi abgezogen. Ja, hey, wer schlägt sich denn da ins Gebüsch? Ist das nicht der Benny? Mach mal mit, Benny, wenn das okay ist. Das hier ist das versteckte Airfield, von dem du immer geredet hast. Ne? Ja, kein Airfield, aber eine Militärbasis. Und da gibt es auch Drops, ne? Ja, in genau, mehrere. Pavlovo. So, ich hab die Sniper, dann geht mal zum Eingang. Oh, ich hab das zum im Visier. Geht mal links und vor. Rechts von mir immer alle vorwerfen, ich wäre nie mutig. Los so, geht's! Mutig. Seht da. Links, rechts immer schön über die Straße gucken, hat mir Mutti beigebracht. Tor auf, genau. Rein. Okay, hinter das Haus. Go, go, go. Hinter das Haus. Guck grad mal die Straße runter. Ich hab kein schon, Ziel ich, in Sicht. Ich guck da mit dem Sniper genau drauf. Sniper Jordan, kein Ziel in Sicht. Wir müssen weiterziehen. Dass das Tor zu ist, ist schon mal gut. Ja, das ist sehr gut, meine Freunde. Ich habe letztens gelesen, hat jemand gesagt, die Tore sind zufallsgeneriert auf und zu. Auch Türen. Ach, echt? Nee, ich glaube nicht. Hat jemand geschrieben. Aber meistens sind die ja schon zu. Soll ich jetzt das Tor mal wieder zumachen hier, zur Sicherheit? Vielleicht fügt sich dann jemand mehr in Sicherheit. Die alten Rotzlöffel, hätte ruhig mal auf den Sniper warten können. Ja, stimmt, das ist echt asozial, was wir hier machen. Wo seid ihr denn jetzt? Lass mich einfach in den Wald stehen. Wir gehen den Weg entlang. Ich nehme dich auf. Junge, ich warte hier auf dich. Benny, Tommy, stopp. Okay. Wir können unseren Freund nicht im Stich lassen. Haben sie aber. Was sagt ihr dazu? Da ist er. Ich könnte ihm einen Headshot verpassen. Ja, mach. Komm. Wer schießt da? Schießt hier rum? Ich war das. Verrückt. Der Benny. Vor allem, da hab ich gerade genau deinen dreckigen Kopf im Visier hatte. Du Luder, du. Oh, ist das verlogen. Oder dein Arsch, guck mal, wie du dich da bückst, du alte dreckige Schlampe. Ja. Was? Entschuldigung. Du dich bückst, du alte dreckige Schlampe, sagt der Dennis zu mir. Es ist ein bisschen. Mann. Die Apokalypse macht wirklich. Okay, Jungs. Ja, legen wir uns jetzt alle zusammen hier ins Gebüsch, oder was? Okay, das ist jetzt die Militär. Die Leute mit der M4 müssen natürlich langsam vorstoßen. Genau. Okay, ich stoße langsam vor. Das kann ich ganz gut, habe ich gelernt. Ja. Warte, wir laufen am besten zusammen. Ja. Komm her, Tommy, D'Angelo.
Jetzt ein bisschen Obacht, Freunde. Ah, Benni, wir müssen aber aufpassen, nicht, dass uns einer gleich von hinten wegkotzt, ne? Ja, einer müsste auch ab und zu nach hinten gucken, da hast du recht. Ja, ist Jello. So, ich habe genau einen Blick auf die Military-Base. Sieht aber gut aus. Hm, ich weiß nicht. Doch, ich glaube, es ist eine gute Ziele, um zu looten. Dann ist gut, denn ja, wenn du sagst, hier sein sicher, ich gehe rein. Ich werde reingehen. Wodka. Gorbatschow. Krim. Nein, aber natürlich keine Witze. Also sieht über den Dennis wieder. Entschuldigung, aber irgendwie... Die Türen alle noch zu? Ja, also das Tor hier ist auch zu und... Boah, ich entschuldige. Boah, wer lädt da nach? Tommy D'Angelo. Ey, Leute. Das Tor eigentlich. Ja, das Tor ist zu. Ich muss ganz kurz dazu was sagen. Wenn diese Folge rauskommt. Ich lade nach. Also, als wir diese Folge aufgenommen haben, war auf der Krim noch kein Krieg oder sowas. Sollte Krieg ausgebrochen sein, dann tut mir diese Aussage natürlich herzlich leid. Ja? So. Das ist echt so geschmacklos. Ja, das kann man aber irgendwie. Entschuldigung. Ja, wir gehen mal ins Krankenhaus, Jungs. Hier rüber. Machen wir das Tor wieder zu. Aber war natürlich nur ein Scherz vom Dennis, ne? Jetzt ja, nicht ja. Böse meint und sagen, ich, Dennis, Nee, nee. Weißt du, war nicht lustig, er hat sich geschämt jetzt dafür, aber... Ich hab mich auch geschämt. Ja. Also, ich schäme mich gerade. Ist hier so rausgeflutscht, ne? Ja, flutscht so wie, zwar wie, immer... Wie der Zäpfchen von letzter Woche. Ey, hier ist niemand, oder? Ja, wie niveauloser das mal hier wird. Tatsächlich. Ja, das Komische ist... Ach doch, hier ist auch Loot, okay. Ja, genau, das dachte ich, aber so eine Sache gibt mir da noch keine Sicherheit, Alter. Nee. Wenn da nichts Vernünftiges ist. Weil es Desinfektionsmittel kann ja überall. Ein Sniper sitzen, der das Tor wieder zugemacht hat, weil er sich denkt, wenn das Tor zu ist, wiegen die Leute. Also hier ist ja aber vor allem einmal hier auf die Spielanzahl geklickt und wir sehen, Alter, das ist richtig rappelvoll hier. Ja, und in Tscherno werden wir durcheinander auseinander. Ey, wir sind wieder einfach so alleine hier am Rumgehen, ne? Weil wir denken, hier wäre wirklich keiner. Ja, und nachher, bang, weg bist du. Hier kann man auch noch in den ersten Stock und so hochgehen. Mhm. Okay, ich checke mal gerade die anderen. Hier sind Türen offen, Leute. Seid ihr schon hinten in diesen komischen Barackengebäuden? Sorry. Ich suche mal eine andere Position, damit ich... Könnte was zu essen gebrauchen. Ich komme auch mal unten rein. Weil nicht, wenn da jetzt wirklich einer kommt, ihr dann am Arsch seid. Und das wollen wir natürlich hier nicht. Oder doch? Nee. Aber es sieht gut aus hier. Okay, Freunde. Genau. Ich glaube, hier sind wir sicher. Vielleicht machen wir hier im Haus mal eine kleine Pause. Wollte ich gerade auch sagen. Und in der nächsten Folge geht es dann ziehen dann weiter. Oh. Geht aber ein bisschen, mir brennt ein bisschen die Flünz, wenn ich ganz ehrlich bin. Und mir tut nochmal der Krim. Eine Blutwurst? Ja, die Blutwurst. Ey, so. Hier ist ein Sack. Ich habe einen Sack gefunden. Oh nein. Also nicht den Dennis, sondern so einen Überziehsack übers Gesicht. Oh nein, das ist nicht der schon Hammer. Wieder. Ketten, die Säcke bringen uns immer Unglück. Ist dir das mal aufgefallen? Handschellen und Sack hab ich. Und eine Säge für den Notfall. Geil. Seid ihr noch im Krankenhaus oder seid ihr raus? Handschelle, oder? Sack war super. Ich weiß noch, wo wir den Dean auf der Toilette eingesperrt haben. Ey, da hinten ist was. Das war mal Abstand die beste DayZ-Folge überhaupt. Alter, der hat mir leid getan. Ey, da kommt ein Zombie auf mich zugelaufen. Kopf im Scheißhaus. Ey, schlimmer kann es eigentlich gar nicht sein. Ey, da kommen zwei. Ach du Scheiße. Ja komm, ich helf dir mal. Ich will nicht so sein. Ich bin hier hinten bei diesen Baracken. Ja, ich bin auf dem Weg. Haben die mich gesehen oder einen von euch? Ich weiß es nicht. Ich finde, der Radius von den Zombies ist auf jeden Fall deutlich erhöht worden. Ja, die sind ziemlich viel gefährlicher. Ja, der kommt auf mich zugelaufen. Ich weiß nicht, wo du und, bist. Bist du bei den Containern? Ah, okay, du packst den. Den habe ich es gezeigt. Den habe ich es echt gezeigt. Flo, bist du so. Das? Tommy, bist du das hier? Nee, ich laufe gerade im... Keine Muni verschwenden, deshalb mit der Axt, ne? Ja. Eigentlich, also wenn man es einen Treffer... Wenn du schießt, ist es ja laut. Da unten. Klebeband. Naja, das lasse ich jetzt mal da liegen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns hier mal und sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play DayZ, liebe Freunde. Schönen Tag noch.